Kajalstiften gibt es ganz große Qualitätsunterschiede. Ich arbeite ausschließlich mit gepressten Kajalstiften. Da ist viel, viel mehr Pigment drin. Die gegossenen, das ist einfach eine erwärmte Wachsmasse mit ein bisschen Farbe, die warm gemacht wird, in Formen reingesteckt wird und nachher wird quasi das Stäbchen in das Holz reingeführt. Hier werden direkt die intensiven Pigmente in das Stäbchen hineingepresst und dadurch ist viel, viel mehr Farbe da drin. Das merkt man sofort beim Auftragen. Viel, viel weicher, viel, viel samtiger. Also selbst der Augenbrauenstift, absoluter Traum, um aufzutragen. Die Farbe 0 eignet sich wirklich für jede Form von Augenbrauen, außer der ganz schwarzen. Das ist wirklich von dunkelblond bis mittelbraun, kann der Nullerstift von allen angewendet werden. Ich nehme den zum Beispiel auch ganz gerne bei Männern hier unterhalb der Lippe, damit die ein bisschen voller, ein bisschen kräftiger, ein bisschen fülliger wirkt. Im Bereich der Augen sind die Softliner, einmal nach oben schauen bitte, im Bereich der Augen sind die Softliner sehr, sehr viel weicher und zarter aufzutragen als die allermeisten Stifte, halten, sobald die getrocknet sind, extrem lange.